Okay. Guten Abend, ich begrüße Sie zur ersten Veranstaltung der Helden Frankfurter Bezugsstiftung in diesem Jahr. Den Anlass entsprechend ist ja heute auch kalt. Es gibt einen Bahnstreik. Bahner immer zuverlässige Revolutionäre. Vielleicht! Im Januar machen wir in der Regel immer so ein, zwei oder fünf so Einführungsabend zu einem der Klassiker der linken Ideen- oder Kritikgeschichte. Und heute widmen wir uns Genosse Lenin. Nächste Woche ist sein 100. Todestag. Sonntag. Ich freue mich, neben mir Elfriede Müller sitzen zu haben. Wir haben schon 2017 zusammen eine Veranstaltung gemacht. Auch da hat sie zu Lenin gesprochen. Das war eine Oktoberrevolutionsrevue im SU 36. Und da hat mir der Vortrag von ihr zu Lenin sehr gut gefallen und dachte ich, gute Gelegenheit, sie nochmal einzuladen. Ich soll ein bisschen Werbung für das Buch ihrer Theoriegruppe machen, die Joe Fix Initiative. Es ist 2023 erschienen, also noch recht frisch. Es geht um Kolonialismus und wenn ihr oder sie mal die Veranstaltung der Joe Fix Initiative besuchen wollen, sie sitzen in Kreuzberg und sind in der Regel im Aquarium. Das ist ein Veranstaltungsraum am Kottbusser Tor. Dann würde ich einfach dich bitten, mal unseren Vortrag zu beginnen. Ja, guten Abend auch meinerseits. Schön, dass ihr da seid, trotz der vielen Widrigkeiten heute in der Stadt. Mein Vortrag wird ungefähr 40 bis 45 Minuten dauern und ich hoffe, dass wir da eine sehr gute und sicherlich kontroverse Diskussion führen werden. Die Figur Lenin. Lissitzky hat in den 20er Jahren ein für Lenin adäquates Denkmal entworfen. Die Lenin-Tribüne. Eine schräge Stahlkonstruktion mit einer vorgeschobenen, flugbereiten Plattform. Von der Lenin aus loszuschnellen scheint in Tage und Jahre, die die Welt erschütterten. Zum 50. Geburtstag der Oktoberrevolution wurde vor dem Kreml ein anderes Lenin-Denkmal errichtet. Ein Amtsleiter sitzt mit strenger Miene, Quadratschädel und tadelloser Bügelfalte auf seinem Sockel. Ersteres entspricht Lenins Leben, zweiteres ist Produkt des Leninismus, der aus ihm eine Kunstfigur schuf, in deren Namen die Oktoberrevolution verraten wurde. Denn Lenin war nicht die große, strenge und breitschultrige Gestalt, die humorlos wahlweise Arbeiter und Bäuerinnen oder ganz allein, mal mit ausgestreckter Hand, mal sitzend, den Weg wies und die wir aus vielen Skulpturen in Osteuropa kennen. Allein in Russland wurden 2013 5.311 gezählt. Er war ein kleiner, drahtiger, ungemein schlagfertiger und kluger Mensch, voller Widersprüche, ein heute unzeitgemäßer Revolutionär, der Wege vorschlug, die zum Erfolg und andere, die in den Abgrund führen. Lenin war ein Mensch seiner Zeit, der über seine Zeit hinaus wirkt. Selten wird er in seinen Widersprüchen gesehen, sondern eher binär als gut oder böse betrachtet. Dieser Vortrag versucht eine kritische und aktuelle Einschätzung. Der Vortrag besteht aus vier Teilen. Der erste Teil ist eine nicht-lineare Biografie. Die Linearität würde Lenin nicht entsprechen und die prägenden Ereignisse seines Lebens. Der zweite Teil geht über Imperialismus, ein wieder aktuelles Thema angesichts der Kriegsregime, die wir gerade erleben. Der dritte Teil ist die in die Praxis gegossene Imperialismusanalyse Lenins, nämlich die kommunistische Internationale. Und der vierte Teil, wie könnte es anders sein, was hat uns Lenin oder hat Lenin uns heute noch zu sagen? Ich beginne mit dem ersten Teil. Biografie und prägende Ereignisse, die da wären. Die Pariser Kommune von 1871, die erste russische Revolution von 1905, der Verrat der Sozialdemokratie 1914 und die Februarrevolution von 1917. Bei der Betrachtung der Vergangenheit geht es immer um die Zukunft.
in Zeiten der Gegenreformen, neuer Kriegsregime und des nicht nur rechten Antikommunismus, ist der Name Lenin fast unaussprechbar geworden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der kommunistischen Parteien gilt Lenin als toter Hund. Wenn es heute in der zersplitterten Neuen Linken einen Konsens gibt, dann ist man sich einig, das Erbe Lenins hinter sich zu lassen. Oft ohne es wirklich zu kennen, sondern nur die Geschichtsschreibung der stalinistischen Sieger. Obgleich in der illegalen Samizdat-Literatur der Sowjetunion sich alte Bolschewiki und junge Kommunistinnen auf ihn beriefen und eine Rückkehr zu leninschen Normen forderten. Auch wird gerne eingeräumt, dass der Mann, der Schmach und Schande über jeden Antisemiten donnerte und vor dem Großrussischen halt die Schnauze-Nationalisten warnte, Babi Yar nie ein Denkzeichen verweigert hätte, was die spätstalinistischen Bürokraten aber taten. Lenin hätte nie ganze Ethnien deportieren lassen. Er hat in der jungen Sowjetunion den Menschewiken Martow zur Flucht verholfen und ein offizielles Begräbnis für Kropotkin mit den schwarzen Fahnen der Anarchie zugelassen. Er hätte nie die Moskauer Schauprozesse organisiert. Er hat weiß Gott nicht nur Gutes getan, was auch nicht unerwähnt bleiben wird. Aber er war ein Mensch, dem, wie Bertrand Russell berichtet, jedes Gefühl für die Wichtigkeit seiner eigenen Person wie Selbstzufriedenheit abging und der jeden Personenkult verachtete, dessen Opfer er direkt nach seinem Tod wurde. Lenin orientierte sich auf die Oktoberrevolution, weil er von der Unvermeidlichkeit der nahen Weltrevolution überzeugt war. Deshalb hatte er auf die Gründung der Weltpartei Kommunistische Internationale gedrungen. Seine Biografie ist von der ersten erfolgreichen Arbeit der Revolution untrennbar. Die Oktoberrevolution 1917 brachte eine Wende in die koloniale Welt, wo sich eine neue Generation revolutionärer Intellektueller bildete. Der bolschewistische Appell zur Weltrevolution und die materielle Unterstützung der Sowjetunion zu diesem grandiosen Projekt waren die Bedingungen für den Übergang vieler Anarchisten zu Marxismus und manchmal auch Nationalismus. Die ersten, die diesem Aufruf folgten, waren Studentinnen, junge Journalisten, Exilierte und nationalistische Migranten, die zwischen verschiedenen westlichen Metropolen lebten. Bekannte Beispiele unter vielen anderen sind der schöne Nadroi, der Brahmane, der Komintern oder Ho Chi Minh, der Vater der vietnamesischen Unabhängigkeit. Unter vielen Gründen, die aus der Oktoberrevolution ein herausragendes historisches Ereignis gemacht haben, ist einer, dass mit der Geburt der UdSSR die marginalisierten Rebellinnen aller Kontinente eine Heimat gefunden hatten. Für viele unter ihnen handelt es sich um ein prekäres Refugium, eine Übergangserfahrung und eine schreckliche Enttäuschung. Für andere wurde die UdSSR ein mächtiger Anker, ein dauerhaftes Domizil. Für alle war es eine existenzielle Erfahrung. Erstens veränderte sich ihr materieller Status. Im Russischen Reich wurde eine Generation verbannter, verfolgter und exilierter Intellektuelle auf einmal zur politischen, ökonomischen, kulturellen und auch militärischen Elite eines neuen Staates, den es inmitten eines Krieges zu gestalten gab. Nur wenige Monate, bevor er an der Spitze der ersten Räteregierung stand, lebte Lenin ein prekäres Exil in Zürich. Für diejenigen, die sich in den kommunistischen Parteien engagierten, wurde Moskau zur Hauptstadt einer neuen Welt. Heute wird, um das Recht auf Revolution ein für allemal zu diskreditieren, gerne eine strikte Kontinuität zwischen Lenin und Stalin behauptet. Im antikommunistischen Totalitarismus gar mit Hitler, dem Nationalsozialismus und Faschismus oder harmloser zu Brezhnev. Aber es gab nie eine unentrinnbare Kontinuität. Doch haben die Rückständigkeit Russlands, die Verwüstungen durch Bürger- und Interventionskrieg und die Preisgabe der revolutionären Chancen durch die Sozialdemokratie zu einem Zentralismus geführt, der in dem bedrohten Land und der als unvermeidlich begriffenen gigantischen Industrialisierung den Übergang zum Stalinismus erleichterte. Die stalinistischen Verbrechen werden als tragische Verlängerung des revolutionären Ereignisses und der Einparteienherrschaft eingestuft. In der Tat begriff Lenin zu spät die bürokratische Brutalität,
die sich mit dem Bürgerkrieg in der Sowjetunion durchsetzte und an deren Durchsetzung er beteiligt war. Manche falsche Entscheidungen Lenins wurden von seinen Epigonen genutzt. Aber zuerst mussten er und hunderttausende Kommunistinnen sterben, ehe der autokratische Zentralismus Lenins Erbe auffressen konnte. Die Figur Lenin eignet sich also besonders gut zur Dekonstruktion. Lenin ist allein schon deshalb suspekt, weil er erfolgreich war und weil er Opfer eines Personenkultes wurde, den er nicht in Gang gesetzt und nicht zu verantworten hat. Wenn Marx betonte, er sei kein Marxist, so konnte Lenin den nach seinem Tod dekretierten Leninismus nicht mehr ablehnen. Lenin war Personenkult jeder Art zuwider. Er war einer der uneitelsten Revolutionäre seiner und unserer Zeit. Es war Sinowjew, der den Begriff des Leninismus auf dem 5. Kongress der Kommunistischen Internationalen erfand, um die jungen kommunistischen Parteien auf Linie zu bringen, was damals Bolschewisierung hieß. Der Kongress fand Ende Juni statt. Lenin war am 21. Januar 1924 verstorben. Er wurde nur 54 Jahre alt. Lenin als Autor hat vor allem Gebrauchstexte geschrieben. 40 Bände liegen von ihm vor. Darunter keine großen literarischen Werke wie die von Marx oder Trotzki. Doch Lenin ist viel mehr als ein vulgärer Techniker des Staatsstreichs. Rudi Dutschke hat sich in den 70er Jahren daran versucht. Michael Brie hat 2017 mit dem fehlenswerten Band Lenin neu entdecken herausgebracht. Beide versuchen, Lenin vom Kopf auf die Füße zu stellen. Da der Neoliberalismus mehr und mehr hinterfragt wird und für viele Kapitalismus wieder zum Schimpfwort geworden ist, lohnt es sich, Lenin erneut und anders zu betrachten. Zum einen, um seine Fehler nicht zu wiederholen, und zum anderen, weil Lenin weder der Pappkamerad war, zu dem er von Totalitarismusgegnern und auch vielen Linken häufig gemacht wird, noch der leuchtende Stern am Himmel des Marxismus-Leninismus, sondern ein kluger Politiker und konsequenter Revolutionär, der ein Produkt seiner Zeit und politischen Erfahrungen darstellte und dessen häufig falsche Entscheidungen wir nicht wiederholen sollten, aber aus dessen Fähigkeit, Situationen zu kontextualisieren und daraus emanzipatorische Handlungsoptionen zu entwickeln, wir sehr viel lernen können. Um Lenins politische Entscheidungen und Strategien zu verstehen, müssen auch wir uns an seinen historischen Kontext halten, wovon neben der historischen Erfahrung der Pariser Kommune drei Ereignisse prägend waren, die er selbst miterlebte. Die Russische Revolution von 1905 und ihr Scheitern, der Imperialistische Weltkrieg von 1914 und das Versagen der Sozialdemokratie angesichts dieses Massakers sowie die Februarrevolution von 1917. Erstes prägendes Ereignis, die Pariser Kommune. Das Spannungsfeld zwischen Gesetzmäßigkeit und Entscheidungen übersetzte sich bei Lenin vor allem im Verhältnis zwischen Avantgarde und sozialen Bewegungen. Er war davon überzeugt, dass das sozialistische Bewusstsein nur von außen, von Marxistinnen in die Klasse getragen werden könne, weil diese von allein höchstens ein gewerkschaftliches Bewusstsein entwickle. So entstand sein vielgescholtenes Organisationsmodell für die Illegalität. Rosa Luxemburg wie auch andere kritisierten dieses Modell bereits 1904. Relevant wurde diese Kritik allerdings erst, als sich 1905 in der ersten russischen Revolution Räte formiert hatten. Aber 1917, als sich diese Räte erneut als Organ des Aufstandes und der Macht konstituierten, zögerte Lenin nicht, diese Produkte revolutionären Elans, die ihre Ideen nicht von außen und nicht von Marxistinnen gewonnen hatten, als die entscheidende Form der Arbeitermacht anzuerkennen. Alle Macht den Räten war die Grundlosung der Aprilthesen von 1917. Lenin hat die Räte immer wieder als obligatorisch für jede sozialistische Revolution gefeiert, als die großartige Realisierung der Hauptidee der Pariser Kommune, der Trennung von Legislative und Exekutive, von Politik und Wirtschaft, Kontrolle über Bürokratie und Exekutive und wachsende Heranziehung der Bevölkerung zur Verwaltung, um jenen Staat zu errichten, der eigentlich keiner sei, weil schließlich alle an der Regierung teilnehmen. Daher ist ein berühmtes Diktum, jede Köchin soll den Staat regieren. Die 72 Tage der Pariser Kommune,
dem theoretischen Vorbild von Staat und Revolution, haben in einer Stadt die Selbstverwaltung der Besitzlosen Realität werden lassen. Sie wurden von der Bourgeoisie und der Reaktion gnadenlos massakriert. Deshalb tanzte Lenin am 73. Tag der Sowjetregierung vor Freude im Schnee, weil sie einen Tag länger existierte, als die Pariser Kommune vermochte. Sein Tanz hat eine symbolische Bedeutung, weil Lenin nicht davon ausging, dass die Sowjetregierung so lange Bestand haben wird. In den Plänen der Bolschewiki hing die Zukunft der Revolution von ihrer Ausdehnung auf Europa ab. Zwischen 1918 und 1923 herrschte mit den Revolten und Revolutionen in Italien, Österreich, Deutschland und Ungarn eine wahrhaft europäische Krise, die diese Hoffnung genährt hat. Zweites prägendes Ereignis, die Revolution von 1905. 1905 entstanden die Räte, die sich aus verschiedenen linken Parteien zusammensetzten. Der Sozialrevolutionären, den Menschewiki und Bolschewiki, zwei Fraktionen der Sozialdemokratischen Partei Russlands, die sich 1898 gegründet hat und 1903 auf dem zweiten Parteitag gleich wieder spaltete in diese beiden Fraktionen. Kurz gesagt, die Menschewiki strebten erst eine bürgerliche Revolution in Russland an, während die Bolschewiki die bürgerliche gleich unter die sozialistische unterordnen wollten und dachte, dass man das in einem machen könne. Die zweite Erfahrung dieses Ereignisses war die schnelle Spaltung der Bewegung in die bürgerlichen Kräfte und die Arbeiterbewegung. Nach der Niederlage von 1905 wüteten die Schwarzhundertschaften im Land. Das waren antisozialistische, antisemitische Bürgerwehren, die sie vor allem durch ihre widerwärtigen Pogrome auffielen. Lenin verinnerlichte, dass die revolutionäre Bewegung sich nicht spalten lassen darf, wenn sie gewinnen will, und dass ein Bündnis mit den Besitzenden nur in der Konterrevolution enden kann. Drittes prägendes Ereignis, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Gerade der Ausbruch des Ersten Weltkrieges prägte Lenins Haltung in der russischen Revolution. Die Mobilisierung der Arbeiterbewegung im Verlauf der zweiten Marokko-Krise, da stritten sich der englische und französische Imperialismus mit dem Deutschen Reich um die Zugriffe auf Marokko. Und ein außerordentlicher Kongress der Zweiten Internationale bekräftigten die Solidarität der Arbeiterinnen angesichts eines möglichen imperialistischen Krieges. Bei Kriegsausbruch war es zuerst die deutsche Sozialdemokratie, die kapitulierte. Sie rief zur Vaterlandsverteidigung gegen die russischen Barbaren auf und zog eine Kettenreaktion anderer Arbeiterparteien nach sich. Lenin wurde von der sozialdemokratischen Kapitulation überrascht, er hielt sie zunächst für eine Fälschung des russischen Geheimdienstes. Kein anderer Revolutionär hat die Wahrheit dieser Katastrophe unmissverständlicher formuliert, keine der Verzweiflung des historischen Moments klarer Ausdruck verliehen. Die einzige Partei, die unbeirrt den internationalen Kurs beibehielt, waren die Bolschewiki. Aber selbst im antimilitaristischen Lager waren sie isoliert mit ihrer Forderung, den imperialistischen Krieg in einen revolutionären Bürgerkrieg zu verwandeln. Lenin zieht aus dem Debakel die Erkenntnis, dass es die Führungen sind, die die Klasse korrumpieren. Er gehörte zu der winzigen Minderheit von Internationalisten, die sich diesem ekelhaften Schauspiel entgegenstellten. Mit dem Fortschritt der Schlechterei wurden diese Internationalisten immer einflussreicher. Die Spaltung der Arbeiterbewegung zog eine weitere nach sich, die Frage, ob eine sozialistische Gesellschaft über Reform oder Revolution zu erreichen ist, die bis heute nicht beantwortet ist. Nach dem Krieg vollzog sich an dieser Frage die Spaltung zwischen Kommunismus und Sozialdemokratie. In Staat und Revolution formuliert Lenin bereits die Trennungslinie. Er sah die Revolution aus dem Krieg entstehen. Die Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen revolutionären Krieg war für ihn die Voraussetzung für eine Gesellschaft ohne Kriege, Ausbeutung und Unterdrückung. Das ist auch das Thema von Staat und Revolution. In der russischen Revolution sollte dieser Bürgerkrieg die Form der Diktatur des Proletariats annehmen. Das ungeklärte Verhältnis zwischen Räten und Partei, zwischen einem sozialdemokratischen Marxismus, der in Russland eigentlich zunächst eine bürgerliche Revolution vorsah, und der direkten Demokratie, waren Dilemmata, denen sich Lenin nicht wirklich entziehen konnte. Drittes prägendes Ereignis, die Februarrevolution von 1917.
Der Zarismus hat im Ersten Weltkrieg weiter seine Inkompetenz bewiesen. Bereits im ersten Kriegswinter konnte er seine Truppen nicht mehr ordentlich versorgen. Im dritten Kriegswinter begannen die Proteste gegen den Krieg, die der Zar militärisch unterdrücken wollte. Daraufhin meuterte das Militär. Die Zarenherrschaft war Anfang März eigentlich zu Ende. Die Sowjets mit einer menschewistischen Mehrheit bildeten eine provisorische Regierung und übergaben die Macht an die Bourgeoisie. Kerenski, zuerst Justizminister, dann Kriegsminister, war der einzige Sozialrevolutionär. Die Regierung war nicht in der Lage, die Situation zu meistern. Sie entwickelte keine Agrarreform und wollte den Krieg nicht beenden. Die Bauern aber drängelten, dass die Sowjets die Macht übernehmen und ihre Landnahmen legalisieren sollen. Eine erneute russische Offensive wurde zum Desaster. 400.000 fielen und noch mehr desertierten, von den Gebietsverlusten ganz zu schweigen. Damit waren Menschewiki und Sozialrevolutionäre diskreditiert. Vor allem die Soldaten liefen scharenweise zu den Bolschewiki über, die kompromisslos für eine Beendigung des Krieges standen, auch wenn sie nicht wirklich einen Plan dafür hatten. Nach der Offensive folgten die Julitage, die eine Verhaftung der provisorischen Regierung und eine sozialistische Machtübernahme forderten. Die Bolschewiki wurden davon überrascht und versuchten, das Schlimmste zu verhindern. Ihre Angst war so zu enden wie die Pariser Kommune von 1871. Ein historisches Ereignis, das diese Partei entscheidend prägte in der Haltung zu politischen Konkurrenten wie Gegnern. Gleichwohl wurden sie von der Regierung für die Julitage verantwortlich gemacht und als deutsche Geheimagenten denunziert. Viele landeten im Gefängnis, Lenin ging nach Finnland. Als die neue Regierung nach Verlassen der Kadetten Kerenski zum Ministerpräsidenten ernannte, schrieb Lenin Staat und Revolution. Dieses Werk richtet sich gegen die Theoretiker der Sozialdemokratie, die im Ersten Weltkrieg die Kriegsziele ihrer eigenen Bourgeoisie unterstützt hatten. Das Buch korreliert mit der erschütternden Erfahrung von 1914 und diese leninische Utopie erhebt sich aus der Asche der Katastrophe. Der traumatische Schock vom August 1914 verändert Lenins strategisches Denken und verleiht diversen theoretischen Reflexionen Kohärenz. Dem Bewusstsein des sozialdemokratischen Bankrotts und seiner Gründe. Die Bildung einer Arbeiteraristokratie, auf den Begriff komme ich später noch. Dem bürokratischen Konservatismus der Apparate. Dem Versanden in der parlamentarischen Routine. Des Weiteren eine Ausarbeitung des Imperialismuskonzeptes. Ein Überdenken der Rolle des Staates. Es war der Bruch mit der Orthodoxie der Zweiten Internationale. Ein Aufruf zum Absterben des Staates, dessen Verstärkung nach Lenins Tod von Stalin theoretisiert und von seiner Bürokratie usurpiert wird. Entwicklung der Revolution nach dem Oktober 1917. Die Verwüstung des Bürger- und Abwehrkrieges gegen 14 intervenierende Staaten zwang dazu, einen Teil der alten Bürokratie auch im neuen Staat zu verwenden. Die führende Klasse verflüchtigte sich. Petrograd, das 1914 2,4 Millionen Einwohnerinnen zählte, hatte 1920 nur noch 740.000. In Moskau betrug der Unterschied 800.000 Menschen. Ein Teil der Klasse war an der Front oder tot. Viele waren aufs Land geflüchtet, um nicht zu verhungern. Im März 1919 sagte Lenin auf dem 8. Parteitag, dass die Sowjets Organe der Verwaltung der Werktätigen sein müssten, aber in Wahrheit Organe der Verwaltung für die Werktätigen seien. Eine blutige Zeit bereits unter Lenin hatte die direkte Produzentendemokratie aufgeweicht, wobei Lenin noch überzeugt war, dass es sich nur um vorübergehende Tribute an die jämmerlichen Zustände handele. Lenin betrachtete die Forderung nach Produzenten-Selbstverwaltung nicht als Unsinn, wie in der Auseinandersetzung später zur jugoslawischen Selbstverwaltung behauptet wurde, sondern als verfrüht. Sein Slogan lautete: Kommunismus ist Sowjets plus Elektrifizierung Russlands. Als die Elektrifizierung großteils erfüllt war, gab es die Errungenschaft der Sowjets im eigentlichen Sinne des Wortes nicht mehr. Rosa Luxemburg und auch Karl Kautsky haben Lenin vorgeworfen, die Diktatur des Proletariats der Demokratie gegenüberzustellen. Doch Lenin hat in seinem Pamphlet gegen Kautsky deutlich gemacht, dass jene Übergangsperiode, deren Staat Marx und Engels als Diktatur des Proletariats bezeichnet hatten, millionenfach demokratischer sei als die bürgerliche Demokratie.
bei dem ihr die formalen Freiheiten mit realem, das heißt sozialem Inhalt für die größten Bevölkerungsteile erfüllt sein. Auf dem Gründungskongress der Kommunistischen Internationale bekannte sich Lenin zu einer Pressefreiheit, in der der Profit nicht mehr existiere, sodass jede Werktätige oder eine Gruppe das gleiche Recht auf Nutzung der Druckereien und Papiervorräte besitze und diese umsetzen dürfe. Allerdings hatte er eine Woche vorher das Verbot einer menschewistischen Zeitung wegen Untergrabung der Landesverteidigung unterstützt. Im Interventions- und Bürgerkrieg hatten eine Entwicklung begonnen, die der Austromarxist Otto Bauer so beschrieb. Weil alle anderen Parteien sich mehr oder minder auf die Seiten der Interventen schlugen, wurden sie mit ihnen geschlagen. Weder waren das ein Parteiensystem, bis Sommer 1918 waren die linken Sozialrevolutionäre Teil der Regierung, noch das Pressemonopol der Kommunistischen Partei geplant. Die aus der Not und dem Krieg geborenen Maßnahmen konnten im Nachhinein als Sprossen einer Entwicklung empfunden werden, weil sich diese nach Lenins Tod durchsetzte. Imperialismus. Ein Schwerpunkt meines Vortrags soll Lenins Imperialismusanalyse sein. 1916 ist das Schlüsseljahr. Nicht nur, weil Lenins wirkungsmächtiges Werk, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, im Juli 1916 im Züricher Exil abgeschlossen wird und 1917 in Petrograd nach dem Sturz der Monarchie erscheint, sondern auch, weil es das Jahr der Zimmerwahl der Linken ist und Lenin die Idee einer dritten Internationale entwickelt. Die etwas mehr als 100 Seiten richteten sich vor allem gegen die von dem deutschen Sozialdemokraten Karl Kautsky vertretene Auffassung, der Imperialismus könne innerhalb des Kapitalismus ohne Krieg systemimmanent überwunden werden. Darin sah Lenin die Gefahr eines neuen apolitischen Ökonomismus, der von selbst zur Erschöpfung des Systems führe. Für Lenin konnte nur der politische Kampf das Ende des Imperialismus einleiten. Der Text fasst den Stand der Imperialismustheorien seiner Zeit zusammen, vor allem Hobson und Hilferding, und aktualisiert diese aufgrund des Verrats der Zweiten Internationale an der Arbeiterbewegung. Aufgrund der Zensur war Lenin gezwungen, seine Theorie als rein wirtschaftliche Analyse der kapitalistischen Weltwirtschaft in ihren internationalen Verflechtungen zu formulieren. Erst 1920 ergänzte er in einem Vorwort seine politischen Schlussfolgerungen. Lenin sah den modernen Imperialismus als eine Kombination von Konzentration und Zentralisation des Kapitals in der Form von Monopolen, der Fusion des Bank- und Industriekapitals in einer Finanzoligarchie, dem Export von Kapital, der Bildung von internationalen Kartellen und einer territorialen Aufteilung der Welt. Das Besondere an seiner Herangehensweise an den Ersten Weltkrieg ist seine Epochendefinition, dass die Zeit sozialistischer Revolution begonnen habe, verbunden mit der Fähigkeit zur konkreten Analyse der Situation und der Aufstellung spezifischer Handlungsorientierungen. Lenins Nein zum Krieg beinhaltete sofort sein Ja zur sozialistischen Revolution, denn aus den tiefen Widersprüchen des Imperialismus leitete er die Möglichkeit einer erfolgreichen sozialistischen Revolution in gleich mehreren Ländern ab. Und anders als die anderen Linken ihrer Zeit, weil die Bolschewiki strategisch wie mental darauf vorbereitet, die Waffen gegen die eigenen Regierungen zu wenden. Es gab für Lenin nur die Alternative Imperialismus oder Sozialismus. Ich zitiere: Außerhalb des Sozialismus gibt es für die Menschheit keine Rettung vor Kriegen, vor Hungersnot, vor dem Untergang weiterer Millionen und Abermillionen von Menschen. Die Ursache von Kriegen sah Lenin im Imperialismus. Das Neue an der imperialistischen Epoche bestand ihm zufolge darin, dass die Großmächte die Welt unter sich aufgeteilt hätten und die friedliche Zeit des Kapitalismus nun beendet sei. Jetzt herrsche nur noch Gewalt. Kriege und verschärfte Klassenkämpfe regieren die Epoche. Lenin sah durch die Niederlage der eigenen Bourgeoisie im Krieg die revolutionäre Machtergreifung erleichtert. Noch weit entfernt vom nationalbolschewistischen Weg des Sozialismus in einem Land, den seine Nachfolger einschlagen sollten, bezog Lenin im Ersten Weltkrieg eine deutlich antinationalistische Haltung. Ich zitiere: Ein Proletarier, der sich auch nur mit dem kleinsten Gewaltakt seiner Nation gegen andere Nationen abfindet, kann nicht sozialistisch sein. Lenin argumentierte gegen die Vaterlandsverteidigung und setzte die soziale Revolution dagegen.
Seine Forderung, die Waffen umzudrehen, war ein Aufruf zur Abschaffung von Krieg und Ausbeutung. Die Beendigung des Krieges durch eine siegreiche Revolution verband Lenin mit dem geschichtsphilosophischen Theorem des historisch notwendigen Endes des Kapitalismus. Die revolutionäre Erfahrung seit dem 19. Jahrhundert bildete die empirische Basis für Lenins Revolutionstheorie. Er knüpfte an die Aufarbeitung der Revolution von 1848 und der Pariser Kommune durch Marx und Engels an, biografisch an seine illegale Arbeit in der russischen Sozialdemokratie. Er versuchte dabei, die revolutionäre Tradition Russlands mit einer Gesellschaftskritik zu verbinden, die aus der westeuropäischen Revolutionsgeschichte hervorging. Das Pamphlet zum Imperialismus war von Lenins unbeugsamen Voluntarismus geprägt, der vom Privat der Politik ausging. Lenins Spiel von Brüchen und Kontinuitäten ist auch eine Auseinandersetzung über eine Revolution innerhalb revolutionärer Theorie und Praxis. Das Ziel bestimmt die Bewegung, die Strategie die Taktik, die Politik die Geschichte. Am 8. Februar 1916 spricht Lenin zum ersten Mal in einer öffentlichen Veranstaltung in der Schweiz im Berner Volkshaus auf einer internationalen Kundgebung gegen den imperialistischen Krieg und die Aufgaben des Proletariats. Er verkündete in dieser düsteren Zeit die hoffnungsvolle Botschaft, dass nach dem europäischen Kriege die proletarische Revolution gegen den Kapitalismus kommen wird. Lenins Botschaft findet sich kurz darauf im Sozialdemokrat vom 25. März über das Friedensprogramm. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik, die die herrschenden Klassen der kriegsführenden Mächte lange vor dem Krieg getrieben haben, mit Mitteln der Gewalt. Wer den Bevölkerungen einen demokratischen Frieden verheiße, ohne gleichzeitig die sozialistische Revolution zu propagieren, betrüge das Proletariat. Am 24. bis 30. April desselben Jahres findet die internationale sozialistische Konferenz in Kitzbühel statt, auf der das heute wieder aktuelle Zimmerwalder Manifest gegen den Krieg beschlossen wird. Im Nachhinein kann er als Gründungsdokument der Dritten Internationale gelesen werden. In seiner ebenfalls 1916 geschriebenen Broschüre Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus stützt sich Lenin auf seine These von der Entstehung der Arbeiteraristokratie. Deren Vertretung sei die bürgerliche Arbeiterpartei in den imperialistischen Ländern, also die Sozialdemokratie. Diese hellsichtige Analyse vertieft Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein. Bar jeder Klassenanalyse tauchte sie im letzten Jahrzehnt auch ohne historischen Bezug als imperiale Lebensweise wieder auf. Ein für heute ebenso interessanter Artikel ist über die Losung der Entwaffnung, in dem Lenin die Entwaffnung als Ideal des Sozialismus bezeichnet. Aber auch, dass es erst im Sozialismus keine Kriege mehr geben werde. Im imperialistischen Zeitalter sei Sozialismus aber nur durch Revolution möglich, denn Gewalt ist das Heer der Staatsmacht. Dass der damalige Krieg zwar die erste proletarische Revolution hervorbringen, aber diese verraten wird, mit dramatischen Folgen für die kommunistische Weltbewegung, ahnte Lenin damals nicht. Dritter Teil, das offene Erbe der Dritten Internationale. Sie existierte von 1919 bis 1941. Die 1919 gegründete internationale Organisation repräsentierte den ersten Versuch, einer zugleich globalen, antikolonialistischen, antirassistischen und antiimperialistischen Politik. Nach dem Ersten Weltkrieg bot sie den verschiedenen nationalen Befreiungsbewegungen in den kolonialen Ländern eine Befreiungsideologie und organisatorische, personelle und materielle Ressourcen. Nach der Revolution hatten die Bolschewiki die europäischen Geheimabkommen zur Aufteilung der noch nicht kolonisierten Regionen des Globus veröffentlicht. Und im Gründungsmanifest der Komintern 1919 hatten Lenin und Trotzki die Kolonialsklaven Afrikas und Asiens zur Befreiung aufgerufen. Mit seiner in der Komintern verkörperten emanzipatorischen und internationalistischen Weltsicht lieferte der Kommunismus vielen sozialen Gruppen, Arbeiterinnen, Frauen, Schwarzen, Jugendlichen und vielen anderen, Identitäts-, Deutungs- und Handlungsangebote. Sie vermittelte ein Zugehörigkeitsgefühl, in welchem ethnische, nationale und soziale Herkunft und auch Geschlecht keine Rolle spielten.
Internationalismus war in kommunistischen Augen der Weg zur Moderne. Er ermöglichte die Überwindung des Kapitalismus, der Klassengesellschaft, des Kolonialismus, der weiblichen Unterdrückung, den Rassismus und Antisemitismus. Die Geschichte der Kommunistischen ist aber auch, wenn ihre ganzen Existenz eine Geschichte von Konflikten, Differenzen, Dissidenzen und Abspaltungen, die in den 30er Jahren durch Repression und Mord homogenisiert wurden. Doch 1920 sahen die Welt und die Kommunistischen noch anders aus. Sie vereinte marxistische Intellektuelle, revolutionäre Syndikalistinnen, Suffragetten, Sozialdemokraten, Anarchisten und Abenteurer. Sie hatte noch offene Ränder. Die ersten Jahre der Kommunisten Internationale waren die Lichtjahre der russischen Revolution. Jahre der strategischen Suche nach der Definition einer revolutionären Politik. Es ging um nichts weniger als die universelle Tragweite der Oktoberrevolution. Denn aus der alten Sozialdemokratie hatte sich nicht von selbst eine neue Arbeiterbewegung entwickelt. Während der ersten vier Kongresse präzisierte sie eine revolutionäre Strategie für Europa. Der Gründungskongress der Dritten Internationale ging von der Aktualität der Revolution aus und wusste sich in einer Epoche der Krisen, Kriege und Revolutionen. Die bürgerliche Demokratie hatte auf allen Ebenen versagt, das heißt auch der Parlamentarismus der Arbeiterbewegung. Die neue Internationale wollte ein Instrument sein, das sich in den immanenten Auseinandersetzungen bewährt und die Versager vor dem Ersten Weltkrieg, die Sozialdemokratie, daraus ausschließt. Für Lenin war die Gründung im März 1919 eine strategische Notwendigkeit. Es sah die Praxis und Orientierung der Sozialdemokratie mit dem Kommunismus als unvereinbar an. Nach der Revolution hatte sich Lenin in Staat und Revolution auf die Pariser Kommune bezogen, das heißt die Räte als überlegene Form der Demokratie propagiert und die Idee, alle Macht den Räten, als strategische Alternative zum Parlamentarismus der Sozialdemokratie erklärt. Das Manifest des ersten Kongresses stellt die Räte ins Zentrum der revolutionären Politik auf der ganzen Welt. Doch bleibt eine gewisse Unklarheit zurück, denn nicht überall entstanden Räte und nicht immer entwickelten sie sich so radikal wie in Russland. Beim Rückzug der revolutionären Welle entwickelten sich die Räte wie in Deutschland zu inhaltsleeren Komitees bestimmter Minderheiten oder als Alternativen zu Gewerkschaften. Als Gegenmittel gegen den Reformismus und die Bürokratie festgeschrieben, wurden sie durch die Autorität der KI bestärkt und etwas zu formalistisch interpretiert. Die ersten beiden Kongresse sind durch einen starken Voluntarismus und einen theoretischen Subjektivismus geprägt. So wird der Kampf um die Macht als unmittelbare Aufgabe des Klassenkampfs festgeschrieben. Der zweite Kongress im Juli 1920 tagt inmitten einer revolutionären Offensive. Die internationale Arbeiterbewegung, mehr noch als unmittelbar nach der Oktoberrevolution, wendet sich an Moskau. Die KI wird hip. Die 21 Bedingungen zur Aufnahme, redigiert von Lenin, die der zweite Kongress angenommen hatte, sollen vermeiden, dass diejenigen sich bewerben, die die Arbeiterbewegung an ihre Nation verraten haben, und verpflichtet die Mitglieder zur Aufrechterhaltung eines illegalen Apparates und einer effektiven antimilitaristischen Arbeit, die Diktatur des Proletariats der parlamentarischen Kollaboration entgegenstellt. Diese 21 Bedingungen führen zu Spaltungen der Sozialisten in Spanien und Italien. Die ersten beiden Kongresse sind stark linksradikal geprägt und weniger von einer Einheitsfrontidee getragen. Aus diesem Grund verfasst Lenin seinen verschmähten Text Die Kinderkrankheit des Kommunismus, indem er sich weigert, die Spaltungen von links und rechts gleichzusetzen. Die Reformisten sind für ihn Verräter, die revolutionären Linksradikalen Bündnisgenossinnen, weshalb sich die KI auch über die deutsche Fusion zwischen den Spartakisten und der USPD, den unabhängigen Sozialisten, freut. Bereits Monate vor dem Zweiten Weltkongress hatte Lenin Thesen zur National- und Kolonialfrage entworfen, worin er einen wenig präzisen Begriff von unterdrückten Völkern definierte. Die Kommunistische sollte endlich die Aufgaben erfüllen, welche die Zweite Internationale sträflich vernachlässigt hatte, nämlich alle revolutionären Befreiungsbewegungen abhängiger, rechtloser Nationen, wie zum Beispiel die Irländer oder die Schwarzen in den USA und der Kolonie. Dadurch wurden politische Gemeinsamkeiten nicht nur zwischen den Kolonialländern, sondern auch zwischen rassistisch Unterdrückten geschaffen.
Diese unklare Definition führte später zu internationalistischen Versuchen wie der Westindischen Föderation in der Karibik, zur Idee der sozialistischen Staaten Afrikas, propagiert von Nkrumah in Ghana, von Nyerere in Tansania, Walter Rodney in Guyana, Amilcar Cabral, Maurice Bischoff, Zilla James, dem Panafrikanismus und auch zum Teil der Blockfreien, aber auch zu nationalistischen Befreiungsbewegungen ohne emanzipatorische Dimension. Der dritte Kongress begründet noch etwas konfus die neue Linie der Einheitsfront. Der Kronstädter Aufstand wurde niedergeschlagen, die neue ökonomische Politik wurde eingeführt. In Europa wurden entscheidende Schlachten verloren, der Rückzug war eingeleitet. Wie der 10. Kongress der Bolschewiki, so sanktioniert auch der 3. Kongress der KI einige Monate später die Linie. Es geht von nun an darum, die Mehrheit der Arbeiterinnen für den Kommunismus zu gewinnen. Absicht war, gegen putschistische Tendenzen vorzugehen. So wurde die internationale Sozialdemokratie erneut zum dauerhaften Ansprechpartner erkoren. Und die KI stimmte auf dem 3. Kongress die Thesen über die Taktik ab, die der Sozialdemokratie eine Plattform für gemeinsame Aktionen vorschlugen. Damit einherging auch die erneute Annäherung an die Gewerkschaften. Der grausame Verrat der 2. Internationalen war weder vergeben noch vergessen, aber angesichts der internationalen Lage erachteten die Initiatoren der neuen Linie, Lenin und Trotzki, die Einheitsfront als notwendig. Sie waren sich keineswegs sicher, eine Mehrheit auf dem Kongress dafür zu erlangen. Und der politische Apparat der KI, angeführt von Zinoviev, hatte bereits seine eigene Logik und Reflexe. Rakosi, Belakun und andere hatten die deutsche KPD zur Märzaktion animiert, um zu beweisen, dass die revolutionäre Offensive noch nicht vorbei ist. Die Gegenargumente waren, die einer neuen Konjunktur, die eine neue Taktik erfordere, was durchgehend eine Stärke von Lenin war. Heute können wir sagen, dass dieser Kongress die Grundlagen einer revolutionären Strategie für das kapitalistische Europa begründete, die heute noch sinnvoll ist, zumal in der isolaten aktuellen Lage. Es gab andere Stimmen, wie die von Karl Radek zum Beispiel, die eine mechanische Übertragung des russischen Modells auf andere europäische Länder vornahmen. Aber der Krieg war vorbei. Die deutschen Bauern waren nicht so kämpferisch wie die russischen. Die deutsche Bourgeoisie viel besser organisiert und erfahrener. Und dann gab es noch die Arbeiteraristokratie. Die Wende auf dem 3. Kongress der Kommunistischen Internationale war eine radikale Neuorientierung und zielte auf eine politische Stärkung der kommunistischen Weltbewegung, die mehr war als eine neue Taktik. Es ging schlicht um das Überleben der Internationale. Der italienische Kommunist Gramsci hatte in seinen Gefängnisheften eine ähnliche Strategie entwickelt. Doch blieb die Strategie eine Baustelle. Nach dem 4. Kongress steckte sie fest. Nachdem sich die Revolution auf Russland begrenzt hatte und die Internationale den staatlichen Interessen der Sowjetunion untergeordnet wurde, kehrte eine große theoretische Stille ein. Die Weltrevolution hatte sich zurückgezogen. Sie wurde später unter anderem von Trotzki im Kampf gegen Nationalsozialismus wieder aufgenommen. Die theoretische Aktivität wurde aber nur von einer für Jahrzehnte besiegten Minderheit fortgeführt. Die Abzweigungen und Möglichkeiten des heretischen Kommunismus gerieten bis 1968 fast ins Vergessen. Jetzt komme ich zum 4. und letzten Teil. Ihr habt es beide geschafft. Leben heute. Warum Lenin für eine heutige Linke noch von Bedeutung sein könnte. Erstens, Lenin bestand auf dem Primat der Politik, immer vielgestaltiger und lebendiger, als es möglich ist. Er versuchte so links zu sein, wie es die Verhältnisse erlauben. Politik war für Lenin eine Zeit voller Kämpfe, Krisen und Niederlagen. Das Spezifische der Politik drückt sich bei ihm in der revolutionären Krise aus. Sein vielgeschmähtes Parteikonzept war geschmeidiger, als allgemein behauptet wird. Für Lenin war die Rolle der Organisation immer abhängig von den aktuellen Kräfteverhältnissen, der Legalität, der Repression, den Möglichkeiten. Die Partei verkörperte die spezifische Form, in der sich der Klassenkampf im politischen Feld einschreibt. Die revolutionäre Partei war der organisierte Ausdruck gemeinsamen Handels.
Sie soll ein Element der Kontinuität in den Fluktuationen des kollektiven Bewusstseins und der sozialen Bewegungen werden, geprägt von Kämpfen, Krisen und Brüchen. Zweitens. Lenin wird häufig als autoritär und undemokratisch erachtet, was auch nicht ganz falsch ist. Denn die Bürokratisierung der Sowjetunion beginnt schnell. Die Aktivitäten der Tscheka laufen aus dem Ruder. Die Strafkolonie aus der Solowski-Insel wurde direkt nach dem Bürgerkrieg eröffnet. Obgleich in dieser ersten Phase falsche Entscheidungen getroffen wurden, war damals fast noch alles möglich. Die falsche Entscheidung, auf dem 10. Parteitag die Fraktionsbildung vorübergehend zu verbieten, ging nach hinten los und wurde verstetigt. Doch verlief die Entwicklung schrittweise bis, da streiten sich die Geister, 27 oder 29 Jahre nach Lenins Tod gab es noch öffentlich kontroverse Diskussionen vor jedem Parteitag. Aber die Richtung war eindeutig, bis schließlich die Formel von der führenden Rolle der Partei nur mehr die Rolle der Parteiführung beschrieb und jedes Regulativ einer Korrektur, jede Möglichkeit einer politischen Alternative verloren ging. Der Bruch in der Kontinuität der Bolschewiki erfolgt durch die große Wende der 30er Jahre, die Millionen von Menschenleben kostet. Der bürokratische Terror räumt komplett auf mit dem Erbe der Oktoberrevolution, also auch mit der Politik Lenins. Der Kongress der Sieger von 1934 bedeutete die Konsolidierung der bürokratischen Macht. Ich möchte heute Abend auch auf Lenins demokratische und libertäre Qualitäten und Erkenntnisse hinweisen, denn genau wie Marx verfügte er über beides. Lenin war gegen die Professionalisierung der Politik, gegen das imperative Mandat, für die jederzeitige Abwählbarkeit von Repräsentantinnen, gegen Privilegien aufgrund eines Amtes. Lenin hat bis 1921 die Rechte von Minderheiten in einer Partei stark gemacht, mit Rede- und Publikationsrecht. Er hat selbst oft genug davon Gebrauch gemacht. Dabei orientierte er sich an der Erfahrung der Pariser Kommune. In seinem Werk Staat und Revolution verlieren die Parteien an Bedeutung gegenüber der direkten Demokratie. 1923, nach dem Scheitern des Hamburger Aufstandes, begann Lenins letzter Kampf gegen die ansteigende Macht der Sowjetbürokratie, den er nicht gewinnen konnte. Nicht nur, weil er bereits 7 Schlaganfälle erlitten hatte, zumal die Umgestaltung des Staatsapparates immer noch als Parteiangelegenheit betrachtete, als Prozess der befreienden Abschaffungen und Umgestaltungen der ganzen Gesellschaft. Lenin sprach von einem Sowjetstaat mit bürokratischen Auswüchsen, von der alten Bürokratie, die nur mit Sowjetöl gesalbt sei. In der Bildungsrevolution und wachsenden Anteilnahme der Bevölkerung an der Verwaltung nannte er die einzigen Möglichkeiten, dieser Gefahr Herr zu werden. Von der allgemeinen Arbeiter- und Bauerninspektion erhoffte er sich eine Bändigung der Bürokratie. In seinem letzten Text, lieber weniger, aber besser, warnt er vor dem alten Apparat im neuen Staat. Auch in seinem Testament wollte er die allgemeine Arbeiter- und Bauerninspektion mit der Parteikontrolle vereinen, um die Bürokratie in Partei und Staat besser zu bekämpfen. Die Problematik der Identifizierung von Partei- und Staatsführung war ihm nicht bewusst. Entscheidend für die Bürokratisierung war die fortwährende Unterminierung der Demokratie in Partei, Staat, Produktion und dem Nationalitätenverhältnis, an der Lenin einen beträchtlichen Anteil hat. Drittens. Lenin entwickelte in seinen Ideen eine eigene Zeitlichkeit, die Revolutionen und grundlegenden Veränderungen entspricht. Die revolutionäre Krise, auf die er sein ganzes politisches Leben hinsteuerte, hatte für ihn mehrere Zeitlichkeiten. Die Zeit erhält für Lenin durch den Kampf ihren Rhythmus und ihre Unterbrechung durch die Krise. Eine Zeit des günstigen Augenblicks und der besonderen Konjunktur, in der sich Notwendigkeit und Zufall verbinden, Akt und Prozess, Geschichte und Ereignis. Revolutionen besitzen ihr eigenes, durch Beschleunigungen und Verlangsamungen gegliedertes Tempo. Die Partei Lenins ist nicht mehr das Resultat einer kumulativen Erfahrung bei der bescheidenen Pädagogik. Damit befasst die Proletarierinnen aus ihrer dunklen Ignoranz ins Licht der Aufklärung zu erheben. Die Parteiverständnis von Lenin wird zur strategischen Technikerin, zur Beschleunigerin und Lotsin des Klassenkampfs. Lenin widerspricht wie Walter Benjamin dem blinden Glauben in einen linearen Fortschritt, wie die Orthodoxie der Zweiten Internationale vertritt.
Herr Lenin bestimmt das Ziel, die Bewegung, die Strategie, die Taktik, die Politik, die Geschichte. Er hat erkannt, dass der politische Kampf viel komplexer ist als der Kampf der Arbeiterinnen gegen das Unternehmertum und die Regierung. Die Klassen ließen sich nur durch den politischen Kampf aufheben. Man könne nie wissen, welcher Funke das Feuer ausbrechen lässt. Denn der Kommunismus ergebe sich aus allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens. Lenin hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Sozialismus als Vorstufe zum Kommunismus sich nicht allein auf die Vergesellschaftung der Produktionsmittel reduziere. Die Kunst der richtigen Forderung ist eine Kunst des günstigen Augenblicks, die Lenin verstand. Am 29. September 1917 schreibt Lenin an das schwankende Zentralkomitee, dass die Krise reif sei. Warten werde zu einem Verbrechen. Am 8. und 24. Oktober legt er nach. Lenin lehnt das schrittweise Vorgehen ab und fordert Sprünge, die dann auch gemacht wurden. Sein strategisches Denken definiert eine Bereitschaft für das unerwartete Ereignis, das sich in bestimmte historische Möglichkeiten einschreibt. Heute ist es verpönt, eine Machtübernahme überhaupt zu erwägen. Die Macht erscheint zerstreuter denn je zu sein. Aber wir können ruhig vortäuschen, die Macht zu ignorieren. Sie aber vergisst uns nie. Von denen können wir lernen, dass eine Strategie der Gegenmacht, der kulturellen Hegemonie, nur in der Perspektive einer Doppelherrschaft und ihrer Auflösung einen Sinn macht. Wer wird gewinnen, aber ohne sich dabei zu verlieren? Vielen Dank für eure Geduld. Thank you.